Projekt Z hier in Mauren und den ganzen Vormittag ging es von 9 bis 12, jetzt ist Ende, die Leute sind weg, haben aber hoffentlich Wünsche hinterlassen und sich vielleicht auch gefunden. Ja, also ist schon heute wieder gut gelaufen, die Leute sprechen darauf an und jetzt geht es vor allem darum, nicht noch neue Wünsche oder neue Angebote zu kreieren, sondern vor allem die bestehenden Wünsche und Angebote zu matchen. Hier haben wir was gematcht. Der Fabian bietet an, ich würde dich gerne bei einer Vorbereitung eines gemeinnützigen Events unterstützen. Ja, und da ist die Dame, die das gesucht hat. Sieht man schön. Also das ist eigentlich das Optimum, was passieren kann. Wie oft habt ihr schon gematcht? Sicher schon etwa 40 oder 50 Matches gegeben. Und generationenübergreifend, also die jungen Buben, die mit einem Jäger auf die Jagd kommen. Oder eine Seniorin, die seit 2 Jahren ein iPhone hat, aber nicht wirklich weiß, wie er damit umgeht. Und ein Teenager gesehen hat, das sage ich dir. Und das sind wirklich schöne Sachen. Ja, auch Kinder sind da, die anbieten, dass sie mit dir spielen oder mit anderen Kindern spielen. Genau, ja. Und so gerne ein Hund hat es unten da, wo ein Herrchen braucht, einmal zum Gelaufen gehen. Also alles vorhanden. Einen guten Kaffee habt ihr aus Amerika, die Maschine, sehr exklusiv, habe ich auch noch nicht gesehen. Die Z3 oder wie heißt sie? Die Slayer V3. V3, Projekt Z mit V3. Genau. Das ist das Motto, ja. Ist das Angebot gut angekommen, oder? Ja, eigentlich, eben, was wir auch anbieten, wir haben eben auch Tassen, die wir im Tessin machen lassen. Also wir sind keine fahrende Vollmaschine, die man einfach drückt und dann weiterspaziert mit einem Einwegbecher, sondern bei uns muss man sich die 5 Minuten Zeit nehmen und dann eben auch mit Genuss aus der Tasse trinken.